Garrus, alles klar? Langweilst dich, ja? Ja. Wir werden jetzt deinen Auftrag machen. Wo müssen wir denn dafür hin? E-Tagebuch. Missionen. Auge um Auge. Düpp, 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 düpp. Sidonius wurde zuletzt auf der Zitadelle in Gesellschaft von Feld gesehen, ein Fälscher. Ja, ja, Projekt Feuergänger, bla 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 bla. Müssen wir mal gucken, wo das ist. Wo müssen wir denn hin? Ja? Ich suche Fate. Ich suche hier einen Fälscher. Ja, den kenne ich. Ja, zumindest diesen Namen. Wo finden wir ihn? Wenn ich das wüsste, wäre er... Auf dem Marktplatz gibt es ein Lagerhaus. Dort arbeiten einige von Fates Kontakten. Ich muss jetzt gehen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch was brauchen. Marktplatz. 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 Lagerhaus. Hier hinten. Also, hier rum. Hier rum, da rum, Löffelstiel. Ach, hier die Turianer wieder rumflirten. Unglaublich. Flirt, 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 flirt. Du ahnst es nicht. Tipp, tipp, tipp. Wenn ich hier so durch die Station laufe, die verschiedenen Alien-Rassen sehe, frage ich mich, ob es sowas jetzt schon gibt, irgendwo da draußen. Grüße, Erdenclan. Hier stehen viele ausgezeichnete Schiffe zum Verkauf. Mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Das kennen wir schon, deine minimalen Gebrauchsspuren. Klingt ein bisschen nach... Ah, ja. Hier müsste es sein. Ich habe gerade auf dem Bezirksmarkt mit ihm gesprochen. Er schickt mich. Kommen Sie schon. Wofür brauche ich denn einen Serviceauftrag? Bezirksmarkt? Und warum kommen Sie dann zu einem Lagerhaus des Sekera-Bezirks? Er sagte, es wäre keiner mehr vorrätig. Deshalb sollte ich hierher kommen. Von einem Serviceauftrag hat er nichts gesagt. Ohne Serviceauftrag kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Mhm. Ja, dann... Fate? Sie sehen ganz anders aus, als ich sie mir vorgestellt habe. Der Schein kann trügen. Also... Wer von Ihnen würde gerne von der Bildfläche verschwinden? Mir wäre es lieber, wenn Sie jemanden wieder zum Vorschein bringen könnten. Ah. Diese Dienstleistung haben wir nicht im Programm. Machen Sie eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Verdammt! Schnell! Erschießt sie! Erschießt sie! Ihr begriffsstutzigen Riesen! Warum schleichen Sie beide nicht woanders rum? Ist das alles? Dafür werdet ihr nicht bezahlt. Wozu heuert man Beschützer an, wenn die einen nicht beschützen? Tja, wir müssen uns unterhalten. Wir suchen jemanden, einen Klienten von Ihnen. Nicht von mir. Ich bin nicht Fate. Ich arbeite nur für ihn. Irgendwie. Ich wusste es. Dann sollten Sie uns jetzt sagen, wo wir ihn finden. Ja, natürlich. Er ist im Industriegebiet. In der alten provisorischen Gießerei. Ich weiß, wo das ist. Er hat da jede Menge Söldner. Blue Suns. Harkin glaubt, dass sie ihn beschützen. Harkin? Blue Suns? Was haben die Blue Suns damit zu tun? Sie nutzen seine Verbindung. Damit ihre Leute Unternehmen und Organisationen hier auf der Citadel infiltrieren können. Mistkerl. Er benutzt C-Sicherheit, um diesem Abschaum zu helfen. Nein, nein, nein. Naja.
Nicht wirklich. C-Sicherheit hat ihn vor einiger Zeit gefeuert. Aber er kennt natürlich das System. Interessant, aber das ändert nichts. Wir müssen ihn trotzdem finden, bevor wir uns um Sidonis kümmern können. Ach, jetzt weiß ich, warum unser Shepard sich an Haken nicht erinnert. Weil im ersten Teil haben wir den ja übergangen. Da haben wir mit dem ja gar nicht geredet. Wir haben ja die Mission direkt erledigt. Ja, okay. Dann los. Nun, dann werden wir Haken mal einen Besuch abstatten. Wir müssen zur Transitstation. Von dort kann ich uns zu ihm bringen. Dann kann ich... also gehen? Sicher. Aber wenn wir Hake nicht finden, kommen wir wieder zu Ihnen. Oh. Gut. Er ist begeistert, sollte das heißen. Gut, ein Taxi rufen. Nennen wir mal mit dem Taxi zur alten Gießerei. Moment. Das war doch bestimmt ein Trick. Er hat mich an den falschen Ort geschickt, nur um mich loszuwerden. Darüber weiß ich wirklich nichts. Ich versuche seit 2 Jahren diese Rückerstattung zu kriegen. Seit 2 Jahren. Ich werde jetzt nicht aufgeben. Ihr Leben wäre viel einfacher, wenn Sie Serviceaufträge und Quittungen aufheben würden. Ja, echt. So ein Idiot. Wird den nochmal im dritten Teil sehen? Ich weiß es nicht. Na gut. Wo wollen wir denn hin? Industriegebiet wollen wir. Oh, schön, dass er seit 2 Jahren versucht, da seine Sachen loszuwerden. Was ein Idiot. Ah, schön. Outfit wechseln? Klar. Ah, jetzt hätten wir eigentlich auch jemand anders mitnehmen können. Naja, egal. Das wird auch so gehen. Schreddermunition. Okay. Ist er. Shepard? Steht nicht rum! Haltet sie auf! Haltet sie auf! Was denn? Wieso denn? Laufen Sie ruhig davon, Haken. Wir finden Sie schon. Aufpassen! Oh. Ist auch weg. Na, jetzt. Lass mich doch hier los. Munition? Keine Munition. Weiter geht's. Wo ist der Hund? Haken! Haken, wo bist du? Hallo! Moment, müssen wir eben das andere wieder... Was? Normgerecht? Was ist denn normgerecht? Raumgerechte Munition. Die Energieversorgung und ordentliche Tropfen haben angehalten. Ja, na komm. Ah. Offline. Richtig, du bist offline. Ja. Sollst du auf mich schießen? Nein. Was? Ja. Ja, offline. Na komm. Oh, keine Munition mehr. Und unten bleiben. Abschuss. Verlust bei verbündeten Truppen. Oh, ballern wir erstmal die Dinger weg. Och, Garrus. Du bist ein Troll. Echt. El Trollo. Oh. Oh. Na komm, also kann man denn dreimal daneben schießen? Ist ja unglaublich. Genau. Den nehmen. Da haben wir noch einen Wandsafe.
auch mit. Container, Container. Okay. One safe. Ich will dir hacken. Ah. Oh. Die Hühnerfüße. Und der Widerstand. Hühnerfüße, Hühnerfüße. 1500 Credits, ne? Das ist ja nix. Okay. Herr Starkin muss irgendwo da drin sein. Ich rieche ihn schon. Vielleicht muss ich nach hinten. Das ist ein bisschen ekelig, Garrus. Oh. Oh, Hühnerfuß. Hühnerfuß. Tutukus. Tus. Tus. Oh, mal sehen. Feuer! Feuer? Oh. Der ist weg. Ach, meine Güte, was kommt da denn an? Komm! Das wird ein harter Treffer! Oh nö, da kommen bestimmt noch welche raus. Backup-System hochgefahren. Backup-System hochgefahren. Oh. Nein, die brauche ich nicht. Was schießt er da eigentlich? Okay, hier explodiert noch was, was gar nicht mehr da ist. Wie uncool ist das denn? Ja, geh mal in Deckung. Mach das mal. Ist eh besser für dich. Ach, Garrus. Oh, weg. Und so einer. Nachladen bitte. Platinen. Nein, hört auf zu schießen. Jungs. Ihr seid doch bekloppt. Schild ist unten. Einer weniger. Und los. Oh. Oh. Weg mit dir. Nimm mit Deckung. Okay. Der ist tot. Gut geschossen, Jungs. Gut geschossen. Und das hier mit. Das hier mit. Was haben wir denn? Hä? Laptop? Ach da. Wir hacken den Laptop. Oh. Ein bisschen grün, ein bisschen lila. Das ist der richtige. Und? Wo ist er? Ich finde ihn nicht, ich finde ihn nicht. Da ist er. Piep, piep, piep. 4500 Credits. Oh. Ich sehe sie. Oh, was ist das? Na komm. Geh jetzt zum Ozean. Was? Was denn für ein Ozean? Jetzt zum Ozean, sagt er. Na ja, gut. Geh in Deckung! Ich halte sie fest! Taste 3 ist das.
Guter Schuss. Toll, ne? Dabei habe ich gar nicht geschossen. Schwerer Mech über uns. Vorsicht! Schwerer Mech? Oh je. Zielverfolgung. Komm wieder zu. Weg mit ihm, weg mit ihm. Kaputt. Es wird aufgehen. Oh, wieder die andere Waffe. Also drei Leute mit Scharfschützengewehr. Das ist ein bisschen albern. Cool. Tragen gar nicht alle das Scharfschützengewehr. Was vielleicht sogar besser wäre. Man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben noch ein Medikit. Munition. Platine umgehen. Da. Schenken Gaul. Schaut man nicht ins Maul. So. Oh. Und so. Okay, okay. Mach die Tür auf. Was zum Teufel hat Haken vor? Ich weiß es nicht. Sie haben mit Haken bei der C-Sicherheit zusammengearbeitet? Ja, er war früher auch schon eine ziemliche Nervensäge. Aber ich bin nicht in Stimmung für seine Spielchen. Wenn er nicht kooperiert, werde ich ihn halb tot prügeln. Sind Sie in Ordnung? Sie scheinen immer angespannter zu werden, Garrus. Haken weiß vielleicht, warum Sidonis sich absetzen wollte. Falls das stimmt, weiß er, warum wir hier sind. Und ich will nicht, dass er Sidonis einen Tipp gibt. Ich glaube, der steht da hinten oben. Haben Sie das gesehen? Ich hab was gesehen. Er bereitet sich auf uns vor. Haken. Was werden Sie tun, wenn Haken die Kooperation verweigert? Er ist ja sein richtiger Verbrecher. Er arbeitet für die Blue Suns. Ich sollte ihn einfach ohne Vorwarnung abknallen. Aber ich brauche ihn lebend, also werde ich ihm keine bleibenden Schäden zufügen. Nur ein bisschen, um seine Zunge zu lösen. Aber gehen Sie nicht zu weit. Sie müssen ihm nicht wehtun, um zu kriegen, was Sie wollen. Keine Sorge, Haken ist ein Feigling. Er wird alles sagen, bevor ich ihm wirklich wehtun kann. Okay, Lagerhaus. Was glauben Sie, was Haken da drin für uns vorbereitet hat? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Industriekomplex, schweres Gerät. Könnte alles Mögliche sein. Irgendwas ist da drin. Vermutlich noch mehr Blue Suns. Haken hat sich irgendwie selbst in die Enge getrieben. Er hat bestimmt noch ein Ass im Ärmel. Und Sidonis? Haben Sie immer noch vor, Sidonis zu töten, wenn wir ihn finden? So lautet der Plan. Es wird schnell und schmerzlos gehen. Im Gegensatz zu denen, die er verraten hat, wird ihm die Agonie eines langsamen Todes erspart bleiben. Es ist mehr, als er verdient. Aber wenn er stirbt, bin ich zufrieden. Zufrieden? Garrus, glauben Sie wirklich, dass alles wieder gut wird, wenn Sie Sidonis umbringen? Ich muss das tun. Ich erwarte nicht, dass Sie es verstehen, aber versuchen Sie bitte nicht, mich davon abzuhalten. Ich werde abdrücken und ich werde mit den Konsequenzen leben. Ich bitte nur darum, dass Sie mir helfen, ihn zu finden. Na gut. Nun, es gibt einen Weg, das herauszufinden. Bin direkt hinter Ihnen.